Ja, Kinners, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zum Heidebahn Endspurt. 107 Kilometer von Buchholz haben wir hinter uns. Heute nehmen wir die restlichen 26 von Bennemühlen bis Hannover in Angriff. Wir bekommen es mit dem Abschnitt der Strecke zu tun, der die einschneidendsten Veränderungen über sich ergehen lassen musste, was durchaus positiv zu verstehen ist. Von der früheren Nebenbahn werdet ihr in diesem Film kaum noch etwas erkennen. Stattdessen kriegt ihr eine S- und später sogar eine Fernbahn zu sehen, die ein besseres Zugangebot aufweist, als so mancher das vor 30 Jahren zu träumen wagte. Zum Einstieg gibt's wieder ein paar schöne Bilder zur Ergänzung des bisher Gezeigten. Hier zunächst zwei Aufnahmen vom erwähnten Schülerverkehr Weißrode-Bomlitz mit einer Lok der Wolf-Werkbahn und zwei von der Bundesbahn gemieteten Reisezugwagen. Gemäß Vorkriegsplanungen sollte eine Nord-Süd-Autobahn westlich an Hannover vorbeiführen und daher auch die Heidebahn überbrücken. Am Kreuzungspunkt zwischen Schwarmstedt und Hope waren die Widerlager beiderseits des Gleises bereits fertiggestellt. Die A7 wurde nach dem Krieg weiter östlich errichtet und die nie genutzten Betonklötze in den 90er Jahren abgerissen. So, jetzt aber auf zu neuen Abenteuern. Bennemühlen ist Start und Ziel der S-Bahn-Linie 4. Die Züge enden direkt vor dem Empfangsgebäude. Der Hausbahnsteig dürfte der längste entlang der gesamten Heidebahn sein, denn er deckt zwei hintereinander angeordnete Gleise ab. Im südlichen Bereich für die S-Bahn, im nördlichen Abschnitt wendeten ursprünglich einige Regionalbahnen. Mittlerweile fahren alle Züge der Heidebahn ohne Halt durch Bennemühlen. Wer von dort gen Norden möchte, muss zunächst mit der S-Bahn nach Mellendorf und dann mit den Regionalverkehren Startdeutschland zurück in Richtung Soltau. Wenngleich wir nun auf einer elektrifizierten S-Bahn-Strecke unterwegs sind, zeigt sich diese zunächst eingleisig. Im Normalfall trifft man hier 6 Züge pro Stunde an, 2 Statis und 4 S-Bahnen. Der Infrastrukturausbau erfolgte Ende der 90er Jahre. Der S-Bahn-Verkehr wurde unmittelbar vor Beginn der Expo 2000 aufgenommen. An der Bedienung im 30-Minuten-Takt hat sich seitdem nichts geändert. Im Juni 2022 gingen die Leistungen von DB Regio an Transdev Hannover über. Von denen hört man nicht nur Gutes, aber während meiner Recherchetouren lief alles glatt. Den Bahnhof Mellendorf sieht man an, dass sein Umbau in einer anderen Zeit geplant wurde. Für die Bedienung lokaler Anschließer wurden diverse Nebengleise und ein oberleitungsloses Hauptgleis vorgesehen. Natürlich verirrt sich schon lange kein in Mellendorf zu B- oder entladener Güterwagen mehr in irgendeinen dieser Schienenstränge. Planmäßig wird bloß das Gleis 1 durch haltende Reisezüge genutzt. Lediglich bei verspätungsbedingten Kreuzungsverlegungen müssen die Fahrgäste über den Bahnübergang zum Gleis 2 spazieren. Vor dem Streckenausbau bin ich hier zwar ein paar Mal gefahren, allerdings nie ausgestiegen. Also muss ich einmal mehr auf Fotos von Christoph Karl Arndt zurückgreifen, um euch und mir selbst einen Eindruck der alten Infrastruktur zu vermitteln. Ein uralt Schmankerl habe ich jedoch in meinem eigenen Fundus. Denn bei einer Autofahrt mit meinen Eltern und meiner Cousinixe war der BÜ zwischen Mellen und Bissendorf geschlossen. Und so entstand anno 1992 tatsächlich eine Filmszene mit einem zeitgenössischen Heidebahnzug. Ab dem nördlichen Bahnhofskopf in Bissendorf ist die Strecke zweigleisig. Und bleibt das auch bis Hannover. Ebenso wie in Mellendorf wurde beim S-Bahnbau der höhengleich zugängliche Zwischen durch einen Außenbahnsteig ersetzt. Die historischen Aufnahmen aus dem Sommer 1995 beweisen, dass die Bahnhöfe hier ebenso aussahen wie weiter nördlich bis Weißrode und sich im Wesentlichen nur durch die unterschiedlichen Bauformen der Bahnsteiglaternen unterscheiden. Auch für Bissendorf sah die DB in den 90er Jahren noch eine Zukunft als Gütertarifpunkt. Denn wie in Mellendorf entstand ein nicht elektrifiziertes Überholungsgleis, was dem Volkswagen-Teilelager geschuldet war. Eben dorthin verläuft vom Bahnhof Bissendorf parallel zur Straße nach Schlage-Ickhorst ein 700 Meter langes Anschlussgleis, das schon seit vielen Jahren keinen Zug mehr gesehen hat.
Weiter geht's nach Kaltenweide, Stadtteil von Langenhagen mit einem Haltepunkt, der auf der grünen Wiese errichtet wurde und dank der Entwicklung des Wohngebiets Weierfeld inzwischen ein regelrecht urbanes Flair entwickelt hat. Für Bissendorf und Kaltenweide gilt dasselbe wie für Bennemühlen. Die Regionalbahnen fahren durch, einzig die S-Bahnen halten. Vom Bahnsteigende schweift der Blick gen Süden. Irgendwo da hinten, rund 600 Meter entfernt, lag der alte Bahnhof Kaltenweide. Zwar existierte hier seit Eröffnung der Heidebahn ein Haltepunkt, ein echter Bahnhof mit Kreuzungsmöglichkeit entstand jedoch erst 1921. Er verfügte daher über keines der Heidebahn-typischen Empfangsgebäude, sondern über einen barackenartigen Flachbau, in dem das Stellwerk untergebracht war. Dieses ging, ebenso wie die mechanischen Anlagen in Bennemühlen, Mellen und Bissendorf, im August 1998 außer Betrieb. Die Steuerung der Strecke erfolgte zunächst aus dem elektronischen Stellwerk in Mellendorf, seit 2000 aus der Betriebszentrale Hannover. Stellvertretend für die alte Heidebahn-Signaltechnik hier ein Blick in den Dienstraum des Bahnhofs Hope. Nur echt mit Fliegenfänger an der Decke. Von Kaltenweide ist es nicht weit bis Langenhagen-Pferdemarkt. Von links naht die Rennstrecke aus Hamburg, sodass ab sofort 4 Gleise zur Verfügung stehen. Offiziell bezeichnet als Fern- und S-Bahn. An dieser Stelle lässt die lokale Eisenbahngeschichte ein wenig aufhorchen, denn normalerweise sollte man annehmen, dass die bedeutende Nord-Süd-Verbindung zuerst da war und sich die Heidebahn als Zweigstrecke hinzugesellte. Hier war es jedoch anders. Zuerst entstand 1890 die Verbindung Hannover-Walsrode-Visselhövede. Die Hamburger Strecke wurde zwischen Langenhagen und Celle erst 1938 eröffnet. Zuvor war zwischen Hannover und Celle der Umweg über Lehrte erforderlich. Die Entstehung der Strecke Langenhagen-Celle zog sich über einen Zeitraum von 31 Jahren hin. Erster Weltkrieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise ließen die Arbeiten immer wieder stocken. Zeitweilig ruhten sie ganz. Die vorgesehene Trasse lag brach. Fuchs und Hase sagten sich gute Nacht, weshalb sie als Hasenbahn bekannt ist und die Überleitstelle zwischen Großburg-Wedel und Celle den Namen Hasenwechsel verpasst bekam. Zwischen 1928 und 30 fanden auf einem fertiggestellten Teilstück Testfahrten mit einem Opel-Raketenwagen und Kruckenbergs Schienenzeppelin statt, bei denen Geschwindigkeiten von 254 bzw. 182 km/h erreicht wurden. Nach der Eröffnung im Mai 1938 lief der Verkehr eingleisig. Erst seit Aufnahme des zweigleisigen Betriebs 1964 und der Elektrifizierung ein Jahr später zeigt sich die Hasenbahn so, wie wir sie kennen. Zurück nach Langenhagen, wo seit März 2000 ein elektronisches Stellwerk in Lohn und Brot steht. Sein Vorgänger, ein Spurplanstellwerk von 1965, steuerte noch bis 2001 die Hasenbahnhöfe Isernhagen und Großburg-Wedel. Seitdem steht es ungenutzt neben dem Empfangsgebäude. Am Pferdemarkt zweigt seit 1975 die eingleisige Strecke zum Flughafen ab. Bis Mai 2000 war hier lediglich Güterverkehr unterwegs. Seitdem fährt halbstündlich die S-Bahnlinie 5 nach Hameln und Paderborn. Kurz vor der aus 2 Gleisen und einem Mittelbahnsteig bestehenden Endstation taucht die S-Bahn in einen Betonschlund ab und erreicht den Tunnelbahnhof unter dem Terminal C. Pferdemarkt war bis 2000 der Bahnhof in Langenhagen. Neben der Heidebahn hielten die Regionalzüge auf der Hamburger Schiene. Dann entstand einen Kilometer südlich der zentral gelegene Haltepunkt Langenhagen Mitte. Achtung, Kuriosität, auf der Fernbahn liegt er hinter den südlichen Einfahrsignalen von Langenhagen Pferdemarkt und somit innerhalb des Bahnhofs, auf der S-Bahn hingegen vor den Einfahrsignalen und daher auf der freien Strecke. Ungeachtet dessen stoppen hier sämtliche Nahverkehrszüge, die in dieser Gegend unterwegs sind und sich, wie man sieht, reger Beliebtheit erfreuen. S4, S5, der Start in die Heide und der Metronom nach Hamburg, Uelzen, Hannover und Göttingen. In Tagesrandlage hält ein Fernverkehrszugpaar, sodass sich Langenhagen Mitte allen Ernstes ICE-Bahnhof nennen darf.
Über die hannoversche Stadtgrenze geht es nach Finnhorst, das auf der S-Bahn lediglich eine Weichenverbindung im Südkopf aufweist, auf der Fernbahn hingegen ein Überholungs- und mehrere Nebengleise. Der 1916 eröffnete Anschluss zum Brinker Hafen am Mittellandkanal wird regelmäßig im Güterverkehr bedient. Für den Personenverkehr gibt es einen Bahnsteig zwischen den beiden S-Bahn-Gleisen. Vor dem viergleisigen Ausbau existierte darüber hinaus ein Außenbahnsteig, wo heute das Süd-Nord-Fernbahngleis liegt. Unsere Heidebahnen nutzen im Regelfall die S-Bahn-Strecke, können aber unter erleichterten Bedingungen über die Fernbahn umgeleitet werden, denn in den Fahrplanunterlagen sind beide Möglichkeiten berücksichtigt. Natürlich können auch die S-Bahnen den Alternativweg über die Fernbahn nehmen, müssen dann allerdings, mangels Bahnsteigen, die Halte zwischen Langenhagen-Mitte und Hannover Hauptbahnhof auslassen. Hinter Finnhorst überqueren wir den Mittellandkanal, dessen Bau Anlass bot, die Strecke Hannover-Langenhagen um mehrere Meter anzuheben, zweigleisig auszubauen und die Bahnübergänge zu beseitigen. Ebenso wie der Hasenbahnbau zog sich dieses Projekt in die Länge. 14 Jahre Bastelei für kaum mehr als 5 Kilometer Gleis klingen eher nach 21. Jahrhundert. Deutlich fixer klappte es mit der S-Bahn Ende der 90er Jahre. Da wirkte die Expo Wunder und man darf sich fragen, wie das Nahverkehrsangebot rund um Hannover aussehe, wenn die Weltausstellung woanders stattgefunden hätte. Ganz neu entstand in diesem Zusammenhang der Haltepunkt Hannover-Ledeburg. Er ersetzte den einen Kilometer südlich gelegenen HP Herrenhausen. Ledeburg ist beidseitig von Lärmschutzwänden umgeben und diese Aufnahmen beweisen, dass selbst solche Streckenabschnitte nicht vor Bekloppten im Gleis und daraus resultierenden Sperrungen gefeit sind. Neben dem Haltepunkt Ledeburg existiert auch eine gleichnamige Abzweigstelle, die die S-Bahn mit dem Gütergleis Nordhafen-Hainholz verknüpft. Fern- und S-Bahn passieren das ehemalige Empfangsgebäude von Herrenhausen und gehen ab jetzt getrennte Wege. Die Fernbahn unterquert mittels einem neuen Kreuzungsbauwerk die Strecke nach Wunsdorf, während die S-Bahn diese in der ehemaligen Lage der Hamburger Strecke unterfährt. Erst dann vereinigt sie sich im Westkopf von Hannover-Hainholz mit der S-Bahn-Strecke aus Seelze, sodass sich nun auch noch die S1 und 2 zu uns gesellen. 3,8 Kilometer von Hannover Hauptbahnhof entfernt liegt, je nach Fahrtrichtung, das offizielle Ende oder der Anfang der Heidebahn, deren Züge ab bzw. bis hier die Seelzer S-Bahn-Gleise nutzten. Bei jenem ominösen Hainholz handelt es sich um die umgekrempelten Überbleibsel des früheren Hauptgüterbahnhofs, heute Bahnhofsteil von Hannover Hauptbahnhof. Nach der Aufgabe des Güterverkehrs machte er Karriere als Abstellanlage für den Fernverkehr und die S-Bahn. Ferner entstand an der Überführung des Engel-Bostler-Damms der Haltepunkt Hannover-Nordstadt, auch bekannt als das Blaue Wunder. Im Februar 2023 mussten Dachteile dieses Wunderbahnhofs wegen Baufälligkeit beseitigt werden, weshalb dieser zunächst Hals über Kopf für den Publikumsverkehr gesperrt wurde und nun einen etwas provisorischen Eindruck verbreitet. Der Nordstadtbahnhof ging 1997 in Betrieb. Sein Vorgänger war der Haltepunkt Hainholz auf der Fernbahn nach Wunsdorf bzw. Langenhagen. Einer dieser ganz besonderen Hannoveraner Vorstadtbahnhöfe mit allerhöchster Aufenthaltsqualität. Leinhausen, Kleefeld und Bismarckstraße präsentierten sich ähnlich und faszinierten mich sehr. Die Überdachungen wurden relativ bald nach der Stilllegung abgerissen, obwohl sie die blauen Glasbausteine von Hannover Nordstadt vermutlich um Jahrzehnte überlebt hätten. Die Bahnsteige sind bis heute vorhanden, die Zugänge jedoch verriegelt und verrammelt. Tja, und dann Summer endlich in Hannover Hauptbahnhof. Sowohl die S-Bahnen als auch die Heidebahnzüge nutzen den Bahnsteig zwischen Gleis 1 und 2, dessen aktuell laufende Erneuerung ein Jahrhundertprojekt zu sein scheint. Im Sommer 2023 gilt es außerdem als schick, die Treppenaufgänge mit Türstehern zu besetzen und ab einem bestimmten Bahnsteig Füllgrad abzusperren, sodass potenzielle Fahrgäste gerne mal eine Stunde auf die nächste S-Bahn in die Heimat warten dürfen. Natürlich gäbe es über dieses Drehkreuz, das sich stellenweise grüner präsentiert als manch stillgelegter Rangierbahnhof, etliche interessante Geschichten zu berichten, aber das würde den Rahmen dieser niedlichen Trilogie sprengen.
Ich empfehle daher die entsprechenden Dokumentationen auf dem YouTube-Kanal von Regionalbahn 77. Viel mehr als er könnte ich euch dazu auch nicht erzählen. Das war also unsere Reise von Buchholz über Schneewardingen, Soltau, Fallingbostel, Walsrode und Langenhagen nach Hannover. Der nächste gemeinsame Ausflug führt uns auf eine Betriebsstelle mit H wie Heidebahn. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin es geht. Entweder bleiben wir in der Region Hannover und blicken nach Hämelerwald an der Strecke in Richtung Braunschweig, oder wir wagen uns ins hessisch-thüringische Grenzgebiet und kümmern uns um die überaus spannende Historie des Bahnhofs Herleshausen. Lasst euch überraschen und freut euch des Lebens. Bis bald!